Einen wunderschönen herzlich willkommen zu einem angefuchst und vielleicht auch später noch ein bisschen mehr. Willkommen zu Return of the Obra Dinn, einem Spiel der Entwickler von Papers, Please. Und ja, wie man sieht, es ist Pixel-Art-Grafikspiel. Und ich bin gespannt, in welcher Form. Also es ist ein Detektivspiel und ich habe Einstellungen. Und ich habe das vorhin schon einmal angestartet und da kam bloß was dazwischen. Wir können hier unterschiedliche Farbmodis einstellen. Das finde ich so cool. Und zwar wie damals, also an so einem Monitor habe ich gesessen, meine erste Programmiertätigkeit in der Schule gemacht. Ich weiß nicht, welche Klasse ich war. Fünfte? Irgendwie so den Dreh. Nach der Wende, kurz danach. Oder sechste? Irgendwie so den Dreh. Und den Commodore. Ich weiß nicht, ob das hier smooth ist. Das ist so ein bisschen verwaschen. Ich weiß nicht, das sieht nicht so schön aus, oder? Ich glaube, das Scharfe ist viel besser. Steuerung gibt es hier. Eine Übersicht, okay. Perfekte Steuerungsempfindlichkeit. Das Gegenteil von Kontrolle. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Fast bewegungslos. Keine Ahnung. Wir machen einfach perfekt. Vertikal, das ist alles in Ordnung. Wir starten einfach mal ein Spiel. Ne? Also wie gesagt, es ist ein Detektivspiel. Es geht um die Obra Dinn. Das ist das da. Und es ist, glaube ich, oh Gott. Wann spielt denn das? 1800 irgendwas? Wir werden es sehen. Wir starten es einfach. Und beginnen ein neues Spiel. Haha. Verschollen auf See, 1803, das gute Schiff Obra Dinn. Erbaut, bla bla, 800 Tonnen ist es schwer, 18 Fuß tief. Eine Crew von 51 Mann mit dem Kapitän Witterell. Aha. Zuletzt Gen Orion, Kap der guten Hoffnung. Aber nie angekommen. Anfang oder sagt ihr nicht Hinweise an Ostindien Company, London. Ja. Die ehrenwerte Ostindien-Kompanie, Empfänger, Oberinspektor, Versicherung und Ansprüche London. Das scheint sich immer abzuwechseln. Letztens war ich Oberinspektorin. Okay. Die Obra Dinn ist zurückgekehrt, begeben sie sich umgehend nach Falmouth und erstellen sie einen umfassenden Bericht. Das machen wir. Falmouth, England. Company man woke me up. Said you need ferry to the Obra Dinn. Not many eager for that job. Seems a bit late, if you ask. I didn't. What's in the box? I don't know. I'll hoist it up in a few minutes. Hey! How? Carefully. Der Fong erinnert mich an den Monkey Island Fong. Wow. Ui. Das sieht ja mal cool aus. So hätte es auf dem C64 aussehen können. Cool. Da können wir gucken. Mhm. Wir können uns echt noch vorwärts. Das heißt. Wahnsinn. Wie genial das aussehen kann, wenn man nur zwei Farben zur Verfügung hat. Warte mal kurz, ich drück mal. Tatsache, wir können. Oh, das sieht ja Hammer aus. Huch, nee, wie sieht denn flüssig aus? Moment. Das ist so verwaschen, seht ihr das? Ich finde, das sieht nicht so toll aus, oder? Was bei dir? Nee, das sieht nicht so toll aus. Pass auf, ich will scharf. Vor allem ist es gut für die Augen. Macintosh, naja, geht so. IBM Bernstein, schön grün, lecker. Zenit, das kenne ich gar nicht. Ich glaube, wir bleiben beim Commodore. Das wirkt gerade richtig gut. Und schön sieht es aus. Wirklich sehr schön. Ja, guter Mann. Ich kann wieder runtergehen. Aha. Das wollte ich eigentlich nicht, aber na gut. Da ist ein Knubbel drauf. Was bist du? Ach, ich glaube, die Hand ist dann dran, damit wir uns da hochziehen, ne? Wenn irgendwie interagiert wird, geht die Hand daran. Okay, so. Ah, ich verstehe. Gut. Als kleiner Hinweis, weil wir haben nicht viele Tasten. Wir haben nämlich nur E für Rangucken und Leertaste für Aktion. So, dann schauen wir mal. Dieses Schiff ist verschwunden. Sehr zerfetzt sieht es jedenfalls aus.
Mit der rechten Maustaste können wir das gleiche machen wie mit E, okay. Und wahrscheinlich mit der linken Taste können wir interagieren, ne? So, ui, ui. Okay. Wir können nicht rennen. Was ist das da? Was ist das? Okay, das müssen wir uns hoffentlich genauer angucken. Aber wir gehen, glaube ich, erstmal die Kajüte vom Captain. Das Spiel ist, man merkt es ja, recht offen gestaltet, ne? Das heißt, wir... Huch! Können wir uns ducken? Nein. Hier ist eine tote Leiche. Da fliegen so ja die Fliegen schon dran vorbei. Okay, hier haben wir eine Kajüte. Das war ich nicht. Aber es haben wir... It's too heavy. Hab ich mich jetzt erschrocken gerade. Braucht der Hilfe oder was? Muss ich jetzt wieder runter oder wie? Ja, dann nehmen wir sie alleine, die Kiste. Komm. Take it yourself or open it here. Okay. Was, der kriegt das blöde Buch nicht mit nach oben? Oh, da ist ein Safe drin. So, D für Blättern. Rückkehr der Obradin, eine Chronik von Abenteuer und Tragödie 1807. Ich hoffe, Sie befinden sich nun an Bord der Obradin. Ich hatte diesen Tag kommen sehen und es war meine Absicht, die verwunderliche Geschichte des Schiffes auf den Seiten dieses Buches zu erzählen. Bedauerlicherweise hat es mir meine schwache Gesundheit nur gestattet, die folgende grobe Umschreibung zu Papier zu bringen. Ihre Anwesenheit an Bord der Obradin ist von äußerster Wichtigkeit. Ich überlasse Ihnen die Enthüllung Ihres Schicksals und die Vollendung dieses Buches zu treuen Händen. Die nächsten Seiten mögen befremdlich sein, doch der Schleier wird sich heben. Mit der Taschenuhr können Sie die Identität und Schicksal alle an Bord erfahren. Schließen Sie jedes Kapitel ab und schicken Sie das Buch dem französischen Konsulat in Marokko. Der Inhalt des Kapitels Geschäft oder Geschafft, ne, ist geheim. Ich kenne die Details, behalten Sie aber noch für mich. Die Fahrt. Ach, du ahnst es nicht. Die Fahrt. Oh. Kann man hier... irgendwas machen? Nee, man kann sich das bloß angucken. Das war die Tour gewesen und sollte zum Kap der guten Hoffnung und ist dort nie angekommen. Okay. Was haben wir hier? Das sind jetzt die einzelnen Abteilungen. Kapitänskajüte, Passagierkajüten, zweiter Offizier, Bootsmann, damit wir wissen, wo was ist. Vieretagig ist es. Die Crewliste. Ah, und wir müssen schicks... Ach du Heiliger, okay. Leben auf hoher See. Unterwegs. Gerechtigkeit auf hoher See. Wir müssen die Leute alle... Ach du Heiliger. Das kann ja interessant werden. Ungesicherte Ladung. Auf dem Frachtdeck. Ich blätter mal kurz durch hier. Mord. Vor dem Fenster des ersten Offiziers. Okay. Rechte Maustaste gedrückt. Erst ganzes Buch durchblättern. Okay. Ich blätter mal. Was ist das hier? Buch öffnen, schließen, Tab und Inhaltsverzeichnis. Okay. Ah, ach, das ist eine Uhr und kein Safe. Memento mortem. Vergiss den Tod nicht. Ja, können wir... So, ich muss mal kurz nochmal... Steuerung, Übersicht. Buchöffnen, Aktion,
Nö, wir haben nichts weiter. Dann gehen wir mal wieder hoch. Jetzt haut er bestimmt ab und wir sind ganz allein hier auf dem Boot. Schiff, Entschuldigung. Und können wahrscheinlich das Offensichtliche jetzt machen. Oder er wartet unten. Das wäre super. Das da hinten irritiert mich noch. Das da. So, du hier, mein Freund. Wow. Was war das jetzt? Ja, hallo? Captain! Ja. Open the door! Kick it in! Ah! Lest me break it down and take more than those shells! You bastard may take exactly what I give you! Okay. Erschossen vom Captain, ne? Ach so. Okay. Das finde ich aber genial. So. Können wir uns das Gesicht... Ach, warte mal. Wir könnten vielleicht jetzt hier versuchen rauszufinden, ne? Ah. Wie sieht der aus? Der hat so eine Jacke, hat der. Boah, guck mal, wie das Blut hier raussplattert. Wir könnten... Ah, das ist ein abgegrenzter Bereich. Guck mal, selbst hier hinten schießt noch Blut weg. Cool. Also, na klar, ne? Also. Ich bin mal... Ach, gucke mal. Halt! Halt! Hä? Ah, wer ist das? Wie ist diese Person zu Tode gekommen? Zu Tode gekommen, wissen wir. Diese unbekannte Seele fand ein unbekanntes Schicksal. Nee, ist explodiert, gestürzt. Warte mal. Gestürzt, Selbstmord, getötet, Messer. Durchbohrt, erdrosselt, erfroren, erschlagen. Erschossen worden. Mit einer Pistole. Okay, aber unbekannte Seele ist es auf alle Fälle. Und das ist die erste Erinnerung. Das ist ja cool. Das ist wirklich cool gemacht. Diese Seele... Markieren Sie alle Erinnerungen, wo Sie vorkommen, um schneller voranzukommen. Aha. Mit Hilfe der Schaltflächen oben auf der Seite können Sie Lesezeichen bearbeiten und zwischen ihnen hin und her wechseln. Oh, das wird ultra komplex, das Teil. So, unbekannte Seele ist klar. Wurde von einem unbekannten Angreifer erschossen? Nein. Wurde vom Kapitän erschossen. Oder? Ja. So, Captain, hat er nämlich gesagt. Machen Sie die Tür auf, tritt sie ein, sonst treten wir sie ein und nehmen ihn mehr als nur diese Muscheln. Ihr Lumpen könnt haben, was ich euch gebe. So. Position der Leiche, das ist gut. Das heißt, wir können damit immer wieder zurückspringen. Cool. Drei andere waren zugegen. Drei? Das wird der Kapitän sein. Erschossen. So, wer bist du? Unbekannt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das Gesicht dieser Person ist nicht mehr unscharf, was bedeutet, dass sie nun identifiziert werden kann. Sehr gut. Ja. Mithilfe der Taschenuhr können Sie Erinnerungen auf dem Schiff erneut durchleben, um Beziehung, Erscheinungsbild und benutzen Sie Kartencrew-Manifest-Skizzen Seiten 2 bis 4 mit Gesprächsprotokollen, um Hinweise zu Namen zu erlangen. Es waren 60 Personen an Bord des Schiffes, als es England hinter sich ließ. Es wird nicht leicht werden, Identität und Schicksal jedes Einzelnen auf die Spur zu kommen. Belastbare Informationen sind dünn gesät. Sie werden auf Basis unvollständiger Informationen ihre eigenen Schlüsse ziehen müssen. Manche Identitäten lassen sich nur durch Eliminieren von Möglichkeiten ermitteln. Viel Glück.
Sehr schön. Oh, das kann lustig werden. Das ist der Kapitän und bin ich mir ziemlich sicher, weil er so richtig pompös erste Erinnerung, 126, Erinnerung auf der Deckkarte zeigen, abgebildet eine Skizze Gerechtigkeit auf hoher See. Gucken wir mal kurz. Ach so, okay. Haben wir hier noch was? Nein. Das heißt, wir wissen bloß noch nicht, wer das ist. Wir haben hier noch zwei andere. Aber eigentlich haben wir drei. Wir haben ja noch eine dritte Person gesehen. Wie können wir denn... Ach so, warte mal. Wir können, glaube ich... Das gefällt mir. Hier oben sind wir stehen geblieben. Wir haben hier noch eine weitere Person gesehen. Da. Wer bist du? Können wir uns drauf... Ah! Okay, das ist die Person. Da drüben ist die Tür. Da können wir aus der Szene wahrscheinlich raus. Und wer bist du? Ah, wir können durchlaufen. Da hinten ist noch eine weitere Person. Okay, mit einem Messer im Mund. Oh, das Spiel gefällt mir. So, und jetzt können wir... Warte mal, wir gucken uns doch hier den Dings an. Guck mal, was hier nämlich neu ist. Hahaha. hier, die Pistole. Können wir uns nicht drauf konzentrieren, aber auf ihn hier. Okay. Aber wir kommen nicht an ihm vorbei, wir sind zu dick. Und der ist halbnackig. Und hat sich hier verschanzt, wie es aussieht. Boah, die eigenen Schlüsse ziehen. Können wir hier? Nee, das ist bloß das hier wieder. Guck mal hier, was hier fliegt. Es fliegt bis hier hinten hin. Okay, wir gehen mal hier raus. Oh, das gefällt mir wirklich gut. Hatte ich schon mal erwähnt? Guck mal, was wir hier haben. Duttend. Was, wer? Must be in here someplace. Oh, da wird was gesucht. They're at the bottom of the sea. That's a lie. Da wird was durchwühlt. Oder die kabbeln sich. Die kabbeln sich. So, ich guck mal hier. Das ist... Ja? Wer bist du denn hier? Ach, das ist der zweite. Okay. Und der ist gestorben anhand eines Messers. Okay. Da liegt die Pistole, die hat er verloren. Was ist das hier? Ach, guck mal, von da oben kommt der... Ist ja... Ich mag sowas, ich mag sowas. Was sehen wir draußen? Draußen sehen wir die tote Leiche. Okay, jetzt war es das erstmal mit der ersten Erinnerung. Aber wir können ja später wieder hierher. Das ist ja nicht das Schlimme. Okay. In der Kapitänskajüte. Wer ist diese Person und wie ist sie zu Tode gekommen? Warte mal. Wo sind sie? Die müssen hier irgendwo sein. Sie sind auf dem Grund des Meeres. Das ist eine Lüge. Da wurde zur Rede gestellt. Wir können ein unbekanntes Schicksal. Er ist getötet Messer. Von einem unbekannten Angreifer? Nein, vom Captain. Aber wer das genau ist? Achso, warte mal. Wir können mal... Aha. Umgekommen in das Ende Teil 2. Erinnerung auf Deckkarte anzeigen. Zwei waren zugegen. Sicher? Nee. Wir haben noch einen gesehen. Aber der kommt hier nicht explizit vor. Das ist gerade unsere aktuelle Position. Ich verstehe. Dann können wir hinspringen. Okay. Die Tür ist aufgegangen. So, jetzt schauen wir mal. Also, er ist noch da, ist tot. Wir wissen nicht, wer hier unten gerade ist. Ne? Wir wissen nur, dass sie sich gerade kabbeln. Und dass er mit einem Messer getötet wurde. Okay.
Hier ist noch eine Tür, die können wir leider nicht aufmachen. Wahrscheinlich können wir die auch nur immer aufmachen, wenn wir in der Story vorangeschritten sind. Also, dass wir im Realen das aufmachen und dann, ne, sehen wir das. Auf alle Fälle kommen wir gut voran. Wir haben zwar noch nicht so hundertprozentig alles, aber wir haben zumindest schon mal einen Teil, das ist schön. Haben wir hier oben noch irgendwas, was sich abgespielt haben könnte in der Zeit? Wir müssten nur den Typen jetzt hier sehen, wie er hier runtergesprungen ist, ne? Aber das sehen wir hier nicht. So. Und dann gehen wir mal raus. Ach, das mit der, mit dem 2-Bit, das ist so Hammer. Okay, da ist noch eine tote Leiche da drüben. Ich will mal kurz hier... Ach so, da ist ein X vor, guck mal. Versperrt. Kann ich eigentlich die Sachen hier mitnehmen? Nee. Warte mal, ich guck mal hier drüben die Tür. So, dann haben wir die auf, aber die ist hier zu. Ne? So, dann gucken wir mal hier uns doch die Leiche an. Da liegt, was liegt da? Kann ich nicht deuten. Warte mal, ich guck mal hier hinten noch. Das wird da. Ich glaube, da ist es ins Wasser geworfen worden. Das wird der Typ sein, der hier runtergesprungen ist. Okay, da wird gerade gewürgt. Er hatte versucht zu würgen. Nee, guck mal, der hat ein Messer gestochen. Der hat den Kapitän erstochen. Da unten. Und der Kapitän hat ihm... irgendwas vors Gesicht seinen Stab gegengeschlagen. Der wurde erschlagen. Guck mal, jetzt sind nämlich die Türen offen. Guck mal hier. Hier ist eine Frau. Hier ist eine Frau. Von der ich aber noch nichts machen kann. Warum ist denn das hier so schräg? Das war doch vorher nicht. Okay. Kann ich nicht aufmachen, leider. Okay. Das sollte ausgereicht haben, zu sehen, wie wir das weiter eingrenzen. Also wir müssen noch die Personennamen finden, logischerweise. Wer ist diese Person und wie ist sie durch zu Tode gekommen? Fand ein unbekanntes Schicksal? Nein, sie ist erschlagen worden. Von ihm. Ja. Das sollte passen. Oder gibt es noch durch Bord erdrosselt, erschlagen, erschlagen, Axt, erschossen. Nö, 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 das passt, das passt. Okay. In der... So. Was? Oh, da ist ein Name. Achso, nee, bloß erschlagen von. Okay. Position der Leiche ist da. Wir stehen direkt davor. Wir gucken mal, wer... Das war, glaube ich, eine Frau. So, auf alle Fälle ist er erstochen worden. Guck mal hier, der hat ein Messer abgekriegt, der Chef. So, das ist klar. Aber wer ist das hier? Das ist eine Frau. Es gibt keine Zuordnung dazu. Die Frau gibt's nicht. Offiziell nicht. Ach, jetzt verstehe ich das. Guck mal. Das sind diese... Das ist die Bewegung. Seht ihr das? So, aber es dürfte hier nichts anderes da sein. War das vorher auch schon so? Dass da ein Geländer war? In der Wirklichkeit?
Siehst du, wäre ich jetzt hier lang gelaufen. So, gehen wir nochmal raus. Und da bin ich mal gespannt. So. Guck mal, dann liegt nämlich hier. Sag mal, waren die vorhin auch schon da? Ich habe doch die Tür... Warum sieht denn die Tür so aus, wie sie hier aussieht? Die kommen doch hier nach und nach erst raus, die Leichen, oder? Die waren doch vorher noch gar nicht da. Das ist, glaube ich, der Captain. Ach, die Uhr dreht zurück. Ah, ich verstehe. Okay, ist doch eine Frau da. Brother, my friend. Okay. I shot him dead. I'll be with you soon, my love. Please forgive me for everything. Er hat sich selbst erschossen. Selbstmord. Weil er den Bruder... Er ist hier, ne? Verblutet wegen dem Messer im Rücken? Das ist der Typ. Der ist verblutet. Und hat sich selber erschossen. Und das ist Abigail. Also von... Ah! Von ihr haben wir jetzt ein Gesicht. Das ist Abigail. So, jetzt will ich doch schnell gucken, ob draußen irgendwas passiert ist. Die Tür ist schon da, interessanterweise. Okay, es verschwindet. Ich weiß gar nicht, ob es verschwindet, weil man alle wichtigen Sachen gefunden hat oder nicht. Okay, los geht's. Dum, 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 dum. Fand ein unbekanntes Schicksal? Nein, er hat sich selber... Selbstmord mit einer Pistole. Das kann korrekt sein oder auch nicht. Schicksale werden immer zu dritt bestätigt. Ach so, identifizieren Sie mindestens drei Personen korrekt und weisen Sie ihnen das richtige Schicksal zu, damit die entsprechenden Informationen im Buch erscheinen. Ah, okay. Logischerweise, wir haben es ja noch nicht bestätigt. So. Aber wir haben hier Abigail, dein Bruder, mein Freund. Ich habe ihn erschossen. Ich werde bei dir sein schon bald. Liebste, bitte vergib mir. Das könnten wir jetzt erklären, indem wir die nächste Leiche nämlich suchen. So, das ist der Bruder. Wollen wir wetten? Das ist der Bruder von Abigail. Wir müssen aber erstmal rausfinden, wer Abigail ist. Und warum ist eigentlich eine Frau an Bord? Also nichts jetzt wegen Frauen und so weiter, aber es war ja zur damaligen Zeit so, dass Frauen Unglück bringen. Was passiert jetzt? Das Ende. Das heißt, wir haben herausgefunden, wann eigentlich hier Feierabend war, oder wie? So, wir nehmen uns doch Abigail vor. Da drüben, so. Hallo Abigail. Ich weiß was, wir werden jede Folge in einem anderen Martin... verheiratet. Oh. 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 Ach du Kacke. Abigail ist von einem Mast erschlagen worden oder so. Ein riesiger Kraken. Wer bist du? Das ist Martin. Warte mal, Tab Buch öffnen. Öffne Sie das Buch bei Ihrem Gesicht, um zur Zeichnung zu blättern. Okay, das ist da.
Halt, nein. Nochmal, 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 nochmal. Das ist jetzt aber neu. Da. Unbekannt. Gibt es hier einen Martin? Martin Parrott. Das ist er. Okay, Moment. Erschossen. Das hier ist der Bruder von Abigail. Moment, wir können jetzt... Abigail war hier auch irgendwo auf den Bildern. Moment, Gerechtigkeit auf hoher See. Abigail. Das ist, glaube ich, Abigail. Hier sind mehrere Frauen. Aber ich glaube, dafür brauche ich Abigail. Moment. So, der ist gestolpert. Und sie ist das da. Das ist Abigail. Und Abigail ist da unten. Abigail Hoskett Witterell. Und da, William ist der Bruder. Ah, okay. Abigail Hoskett Witterell. Okay. Und hier unten ist der Bruder. Unbekannt ist William Hoskett. Erster Offizier. Ui, das läuft gut. Das läuft gut. Ich guck mal, was hier ist. Wer bist du? Der ist noch unbekannt. Mit dem können wir auch noch nichts machen. Oh, das ist ja Hammer. Oh. Oh! Mist. Wir haben zu lange gebraucht. Aber wir können ja immer noch mal rein. Das Verderben. Ein riesiger Kraken. So, sie fand ein unbekanntes Schicksal. Die Leiche wurde nach Eintritt des Todes bewegt. Sie war schon tot. Sie war schon tot. Guck mal, sie ist nämlich erschlagen worden. 10 andere waren zugegen. 10 andere. Das ist das, was wir jetzt hier geklärt haben, so mehr oder weniger. Sie fand kein unbekanntes Schicksal mehr. Sie ist erschlagen worden. Nee, nicht von einem unbekannten Angreifer. Feind, Bestie. Von der Bestie. Huch! Wohlgetan, 3 Schicksale korrekt. Oh! Wurde von Captain Robert... Genau, das haben wir. Und Captain Robert erschoss sich selbst. Das Spiel ist gut. Das Spiel ist gut. Ist das Spiel gut? Okay, wer bist... Was? Das da? Oh. Was jetzt? Was passiert denn jetzt? Huch! Ich soll hier runter? Ah, ich sehe jetzt die Leiche hier drinne. Die gucken wir uns noch an. Die gucken wir uns noch an. Oh, das Spiel ist schön. Das Spiel ist gut. Oh, der ist zerrissen worden. Ach, du Ahnst. Ach, du Kacke. So, warte mal. So. Unbekannt. Wir müssen uns erstmal ihn hier angucken. Okay, der ist sehr auffällig. Halt. Da oben ist er. Wer das ist, wissen wir noch nicht. Aber wir wissen, was mit ihm passiert ist dann. Ne? Was ist hier?
Okay, das ist er hier. Hier liegen schon haufenweise Tote. Okay. Der hat versucht, was zu erschießen. Aber wir können sie noch nicht namentlich zuordnen. Was denn hier? Eine Ziege. Okay. Die haben sich eine Waffe zugeworfen. Habe ich alles gesehen? Ich glaube nicht, ne? Zwölf andere waren zugegen. Wer ist das und wie ist die Person zu Tode gekommen? Zerrissen worden, ne? Durchbohrt, erdrosselt, erschlagen, erschossen, ertränkt, explodiert, geköpft, gestürzt, getötet, Krankheit, Selbstmord, verbrannt, vergiftet, verstorben, verzehrt, zerfetzt, zerrissen. Von Bestie. Aber wer das ist, wissen wir noch nicht. Krass. Können wir uns hier... Was jetzt? Was jetzt? Wer bist du denn? Das ist so genial. Ihn hier. Okay, irgendwas passiert jetzt. Ja? Oh, ich hätte niemals gedacht, dass 2-Bit so genial aussehen kann. Ja. Ich hatte ja am Anfang gesagt, das ist ein Angefuchst, ja. Aber ganz ehrlich, das spiele ich zu Ende. Das ist so genial. Ich mache hier an der Stelle aber einen Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin, euer Firefox.